Hi, heute habe ich ein Video für dich für die Muskulatur zwischen deinen Schulterblättern und gleichzeitig öffnet es hier vorne auch den Brustkorb. Wenn du einen eingesunkenen Brustkorb hast, hier vorne enge Brust oder hinten Probleme mit den Schulterblättern, so dieser Bereich zwischen den Schulterblättern, die Muskulatur, die ist ja immer so eine tote Zone bei den meisten Menschen. Da ist die Muskulatur sehr schwach oder nicht richtig ansteuerbar. Und damit die so ein bisschen aufgeweckt wird und man gleichzeitig die Brustwirbelsäule und den Oberkörper öffnet, habe ich eine nette kleine Übung für dich. Die habe ich neulich mal gemacht. Ich fand sie ganz witzig. Und vielleicht ist die ja was für dich. Los geht's nach dem Intro. Bleib dran. Bis gleich. Ja, die Übung. Für die Übung brauchst du keine Matte. Ich habe meine jetzt einfach hier, weil bequem und kalter Boden. Und ja, brauchst nur ein bisschen Platz um dich herum. Man bewegt sich nicht großflächig. Ja, bevor wir loslegen, kleiner Kanal. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass mir doch bitte ein Abo da. Und falls dir Videos für, naja, zum Beispiel Öffnung der Brustwirbelsäule, Dehnung der Brustwirbelsäule und Training, Ansteuerung der Muskulatur zwischen den Schulterblättern, Muskulatur im oberen Rücken oder ja, Schulterblatt, Muskulatur. Wenn dir das gefällt, dann ein Like dalassen oder kommentieren, was du sonst sehen möchtest. Ja, legen wir los. So, für die Übung kannst du ja entweder auf deine Knie kommen und dich aufstellen und dich dann. So, du stehst auf und dann setzt du dich mit deinem Po, mit deinen vier Buchstaben, deinem Popo, setzt du dich hier hinten auf deine Hacken. Die Füße, die Zehen sind aufgestellt. Also, wir machen das nochmal. Du stehst auf beiden Knien, stellst die Zehen auf, setzt deinen Po auf den Hacken ab. Ja? Und dann kannst du dich vorne mit deinen Händen abstützen. Der Po bleibt auf den Hacken. Das ist für die ganze Übung wichtig, dass der Po immer an den Hacken bleibt. So, jetzt rutscht bei mir hier die Hose. Und du kannst die Knie ein bisschen weiter auseinander haben, musst du sogar. Und deine Hacken können sich hinten auch berühren oder die Füße können sehr eng beieinander sein, ja? Also, du sitzt mit deinem Po auf deinen Hacken. Und dann stützt du dich mit deinen Händen vorne ab. Und je näher du an deine Knie rankommst, desto besser. Am besten zwischen deinen Knien. Ja, das ist vielleicht nicht so einfach, weil gleichzeitig soll der Po auf den Hacken bleiben. Wenn das für dich gar nicht geht, einfache Lösung, Hände weiter weg. Gut, dann legen wir los. Du hast die Hände so nah dran, wie es geht. Dein Po ist immer auf den Hacken. Und dann hebst du einfach mal dein linkes Knie hoch. Und du wirst merken, deine rechte Pobacke, die rutscht ein bisschen mehr nach rechts. Und dann setzt du das Knie wieder ab. Und du hast am besten die ganze Zeit den Blick nach unten zwischen deine Hände. Und dann hebst du das rechte Knie und dein Blick folgt dann dem rechten Knie. Dann setzt du das rechte Knie wieder ab. Der Blick geht zurück zwischen die Hände. Also richtig locker den Hals lassen, Brust locker lassen. Und dann hebst du das linke Knie und folgst mit dem Blick deinem linken Knie. Und da wechseln wir jetzt ab. Rechts Knie hoch, der Blick folgt, geht dann zurück zur Mitte, zwischen deine beiden Hände. Linkes Knie hebt und der Blick folgt dem linken Knie und geht zurück zwischen deine Hände, der Blick. Und das kannst du mal schnell und mal langsam machen. Wenn du es langsam machst, wirst du ein bisschen mehr spüren. Wenn du jetzt mal darauf achtest, was passiert zwischen deinen Schulterblättern, da tut sich relativ viel. So, und dann kannst du die Hände weiter weg von dir oder wenn du sie schon weit weg hattest, vielleicht schaffst du es jetzt ja, sie näher ranzubringen, einfach nur ein Stück. Und je näher du sie oder je mehr du sie in Richtung Füße bringst, desto anstrengender wird das. Und dann machen wir mal eine Pause. Wir machen mal die Kindsposition. Po auf die Hacken, Arme lang ausgestreckt vor dir und die Stirn auf den Boden ablegen.
Und dann atmest du ein paar Mal in deine Achselhöhlen ein und entspannst deinen Rücken. Und vielleicht merkst du, wie in der Position schon ein bisschen was im oberen Rücken locker gelassen hat. Und gleichzeitig trainieren wir da aber auch die Muskulatur. So, dann komm mal zurück in die Ausgangsposition, ne? Auf deine beiden Knie. Du stellst die Zehen auf. Dein Po geht auf deine Hacken. Knie sind ein bisschen weiter auseinander. Meine Hose hängt immer am Weg. Und dann hast du die Hände zwischen den Knien. Und jetzt nehmen wir mal nur die linke Hand zwischen die Knie. Die rechte Hand kann so ein bisschen neben dir hängen in der Luft. Die linke Hand ist zwischen dir. Die linke Hand ist zwischen deinen Knien. Und dann, ja, ist dein Blick wieder auf die Hand gerichtet. Und du hebst das linke Knie und der Blick folgt. Und du hebst das rechte Knie und der Blick folgt. Linkes Knie, rechtes Knie. Und du hast nur die linke Hand, auf der du dich abstützt. Und die kann richtig schön in den Boden drücken. Dein Po bleibt immer auf deinen Hacken. Wie gesagt, wenn die Hand nicht nah an den Füßen sein kann, dann machst du die Hand einfach weiter weg. Das geht auch. Boah, bei mir ist das nicht gut gerade. Bei mir ist näher dran tatsächlich besser. Interessant. Vielleicht sollte ich dann mal mehr ausprobieren, wie das ist, wenn ich näher dran bin. Und du hebst langsam das rechte Knie. Und das linke Knie. Immer schön im Wechsel. Und dann tauschen wir mal und nehmen die rechte Hand. Oder wir machen erst eine Pause. Gehen wir zurück in die Kindsposition. Po auf die Hacken. In die Kindsposition. Arme lang. Stirn ablegen. Und in deine Achseln atmen. Eine kurze Pause, wir kommen wieder hoch, Zehen aufstellen, Po auf die Knie, Knie weiter auseinander und die rechte Hand fehlt noch, ne? Rechte Hand so nah es geht an die Füße, stützt dich ab und dann hebst du das rechte Knie und das linke Knie und ganz wichtig, ja, für mich ist das hier schwerer, das linke Knie zu heben, ganz wichtig, der Po bleibt an den Hacken dran. Ne? Der hebt nicht ab und auch die Hand hebt nicht ab. Ich muss jetzt tatsächlich die Hand mal ein bisschen weiter weg machen. Für mich wird das jetzt auch viel. Ich habe irgendwie, man merkt dann auch richtig, wenn man Probleme in einer bestimmten Hüfte hat. Bei mir ist das jetzt gerade links heute Morgen. Ja, gut. Und dann leg dich mal auf den Rücken. Oh. Und das müsstest du jetzt richtig im oberen Rücken spüren. Also zwischen meinen Schulterblättern. Ich merke, dass ich da was gemacht habe. Ganz wichtig, wenn du jetzt bei der Übung die ganze Zeit geguckt hast, was ich denn mache, mach's lieber über dein Gehör, mach's über meine Ansagen, weil wenn du mit dem Kopf, wenn du den nicht locker hängen lässt oder einfach nur den Knien folgst, sondern nach links oder rechts auf den Bildschirm starrst, dann ist die Übung gänzlich anders, weil die Wirbelsäule orientiert sich in Richtung der Augen. Da, wo du hinschaust, geht deine Wirbelsäule hin. Und ja, das vermurkst die ganze Übung und kann im Ernstfall vielleicht sogar dazu führen, dass du dir irgendwo was klemmst im Nacken. Und das will ich natürlich nicht. Also, gerade bei Nackenbeschwerden, bei Verletzungen im Nacken, Nackenschmerzen oder Schulterschmerzen, ich finde die Übung eigentlich ganz gut. Wenn man so eine richtig enge Vorderseite hat auch, das führt ja auch oft, wenn hier vorne die Hüftbeuger zu sind, ne? Die Leiste ist eng, weil man zu viel gesessen hat, dann war man auch noch vornüber gebeugt. Gerade dagegen hilft diese Übung sehr gut, gegen enge Hüftbeuger, gegen eine enge Leiste gegen
eingefallene Brust, eine enge Brust, enger Brustkorb. Man öffnet hier die Brust mit der Übung, auch wenn während der Übung die Brust locker hängt, der Nacken hängt locker, weil das vermittelt dem Körper das Gefühl, die Brust kann locker sein in dieser Position. Man bringt einen quasi so lange in das Gegenteil, bis es sich öffnet. Ich kann es nicht besser erklären. Ich sage ja, es sind einfach Sachen, die ich irgendwo sehe, die ich mache oder ich erweitere selber ein bisschen was dazu. Vielleicht kommt ja in den nächsten Jahren mal mehr Content auf professioneller Basis. Das erzähle ich demnächst mal. Ich habe vor, mich in dem Bereich fortzubilden, auszubilden. Und so lange zeige ich einfach, was mir Spaß und macht und was mir hilft. Und vielleicht hilft es dir auch. Ein bisschen im Oberkörpertraining, Training für zwischen den Schulterblättern, Schulterblattmuskulatur, Muskulatur im oberen Rücken und eine offene Brust. Dafür war diese Übung so ein bisschen. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Ciao.